Eingebettet in einen riesengroßen Golfplatz liegt das Mannschaftshotel Elba Costa Ballena. Doch die Profis des SC sehen von der Umgebung weiterhin nur den Trainingsplatz. Neu auf selbigen war heute Morgen der mögliche Zugang Michael Lump. Der Däne soll die linke Abwehrseite verstärken. Neu bei den Profis ist auch Lars Vossler. Der 35-Jährige war bisher Trainer der U19 und verstärkt jetzt das Profiteam um Christian Streich. Wir fünf Trainer mit dem Simon Ickert, mit dem Andi Kronenberg, Patrick Bayer, Christian Streich und ich. Wir verbringen sehr viel Zeit gemeinsam im Moment, bis in die späten Abendstunden. Und ich glaube, die Rollenverteilung, die wird sich dann noch rauskristallisieren auf dem Platz. Aber klar ist natürlich, Chef auf dem Platz ist Christian Streich. Der Abschied von der U19, die künftig von Martin Schweizer trainiert wird, fällt Vossler nicht leicht. Die Hinrunde war höchst erfolgreich. Die Jungs sind Zweiter der A-Junioren-Bundesliga und stehen im DFB-Pokal-Halbfinale. Der Abschied fällt nicht leicht, aber ich glaube, es kann jeder verstehen, dass man dann doch nicht so lange überlegen musste, in den Profibereich einsteigen zu können. Hat Lars Vossler noch einen Fernseh- oder Internet-Tipp für heute und morgen? Auf jeden Fall den Livestream anschauen vom Sindelfinger Glaspalast-Turnier. Nämlich da werden die U19-Junioren ab 16.22 Uhr genau, startet Freiburg ins Turnier. Und wir sind Titelverteidiger. Und ich habe den Jungs auch noch gesagt, was sie für eine große Verantwortung haben. Nämlich dieses Turnier zu gewinnen, damit wir wieder eingeladen werden und die nächste Generation auch wieder teilnehmen darf, weil es ein absolutes Highlight ist. Als Co. von Christian Streich hat Lars Vossler im vergangenen Jahr den A-Junioren-DFB-Pokal gewonnen. Und auch jetzt wartet auf das Team eine große Herausforderung.